Liebe Rockpalast-Fans, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 8. Bootleg-Ausgabe in diesem Jahr hier aus dem Kölner Underground. Ich sag's euch, heute gibt's ein echtes Schmankerl, denn wir haben hier eine fette Geburtstagsparty. 18 Jahre Volljährigkeit feiert diese Band und wir sind stolz darauf, sie euch hier zu präsentieren. Hamburger Schule at its best, hier sind für euch die goldenen Zitronen. Vielen Dank. Wir spielen aber ein Stück, ist etwas später, Anfang der 90er, in Alemannia, 80 Millionen Hooligans. Gestern Nacht dachte ich, ob ich hätte Biss geträumt. Für John Jordan hatte ich keinen einzigen versäumt. 18 Millionen Hooligans, Jugend außer mir aufgespielt. Die kommt von Ding und kennt sich in deutsche Frauen. Deutsches Bier, schwarz, rot, gold, wir stehen zu dir. Sagte keine Frauen, mal schwarz, weiß, rot. Sie lachen nicht davon, wir wollen nur, was ist gebot. Ich und ich, mein Fleisch, ja. Schon nach wenigen Minuten war es klar. Es zu riechen machte mir selbst Appetit. Wollen Sie mir ein Stück halten, es ist mir. Millionen Autos fahren über mich hinweg und ich führe unter mir an. Ich war mir nicht mehr sicher. Dennoch schien es mir die Besitzer dieser Knochen lang unfreiwillig hier. Sie waren wohl aus Kuba, in Türkei, Vietnam und die Hooligans skandieren. Ich bin kein Verlöscher. Es herrscht nicht von mir, denn sie gehen nur so frei. Ich sei Wahl zu bestimmen, der nach Hause früh und sagt: Hört sich an, ich meine Helena. Auf dem Platz der leeren Versprechungen. Stillstand. Im Zentrum des mit doppelter Schallgeschwindigkeit beschleunigt den rasenden Stillstand. Immer auf dem Weg zur großen Party. Rauf und runter auf den Einfallstraßen. Zwischen wie es nun mal ist, Verheißung lang verschlafen. Vollgestopft mit Popcorn bis zum schwindelig werden. Und Besser und Standard von erahnten Begierden. In ewiger Vorfreude vorgemachter, mechanisch, hysterisch oder müde Gemüt. Auf die große Party,
selbst hypnotisch. Die Suche nach der Party, die gerade nicht ist. Kameras aufgestellt heute Abend. Der WDR ist hier mit 50 Leuten angereist. Und für jeden von euch steht ein Manager draußen, der überwacht, was ihr hier so tut. Also bitte benehmt euch ein bisschen, Leute. Es ist Rock heute angesagt. Es ist Fernsehen. Flimmern! 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 Irgendwas anders, Ende, Schluss, flimmern! Zwischen und nach Überschuld, Unerschöpfigkeiten und flimmern! Das ist der Morgenfälle, Turbo aktivieren, aufstehen, Abstand, Anstand. Das ist ein paar der hauptberuflichen Hülsenpacker, meine klareren, schwache Pfannen. Zeigt mir einmal mehr ihre Ignoranz gegenüber dem richtigen Windausschnitt. Der deutsche Planet bekämpft mit grauer Belehrt, bleibt mit Tierchen applaudiert, also die Schöne und das ist. Podium, leider schon gegeben, wir hatten da noch Tanzlöger, der endet der Gott. Und dann fragt man sich dann noch, der soll eigentlich wo raus? Raus, raus, raus!
schlimmer und füttern. Alle Schmiede war hektischer, für zu viel. Legt Panik, Kohle nach und Panik dafür. Befreit vom Gefühl, etwas für zu haben. Entdecken die Pater, dann schützen die Stadt. Und kochen immer, immer, wann immer niemand steht. Leder auf den Prügel, die Minister, die Hexen, ja. Der Kriegsminister, der Entdober, den Container. Blendig geschrien, unterschrieben. Eine Platte Fetter und der Fangmann nicht mehr noch. Wer verleiht den Pummel? Mach mal vor oder rein, so hin. Rein, raus, mach so hin. Wer verleiht den Pummel? Mach so hin. Mach, mach nicht mehr. Wer verleiht den Pummel? Mach so vor oder rein, so hin. Rein, raus, mach so hin. Wer verleiht den Pummel? Mach so hin. Rockball, wir brauchen einen Ball, der durchs Publikum geht. Tut doch mal so, als wäre der jetzt so da, der Ball. So, filmt das doch mal, guckt doch mal die Stimmung an der Ecke. Wahnsinn, was da abgeht. Derbe, Alter, Essen! Ihr seid fett! Ich meine, mega geil. Wirklich stark. Menschen haben keine Ahnung. Darum hier die Warnung, bevor es zu spät ist. Erstmal, da scheint es so, als wäre nichts, als ob nichts verkehrt ist, bis dann nichts mehr geht, bis gar nichts mehr geht. Und obwohl dort drüben in Britannien und beim großen Bruder über den großen Teich alle an einem Strang ziehen, Problem, Problem. Mir geht es nicht um einen Einzelfall. Sie alle sind betroffen, auch hier im Pott. Problem, Problem. Problem, Problem. Ich sag, Hunde, hört auf euer Herrchen. Diesmal müsst ihr brav sein, keine Widerrede. Eltern, ha, für die Kinder, diesmal ist ein Wunder zuzuhören und zu parieren. Ihr sollt parieren. Könnt ihr die jetzt endlich mal das Maul halten, ohne mich zu stören, zerstören, zerstören. Ich bin doch hier nicht euer Hampelmann, euer aller Clown, nicht mal im Traum. Die Männer nach links, die Frauen nach rechts, die Augen hier geradeaus. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es ist noch die Nacht. This is not enough. This is not enough. This
Dankeschön. Merci. Der Wiederholer, Repetista von den Robespierres. Ich von den Kühen verabschieden, weil mein Chef mich weggeschickt hat, obwohl ich nicht weiß, was ich mache, wohin ich gehen soll. Ich werde suchen müssen, jemanden, der mir denn sagt, welche Arbeit auf welchem Acker ich zu tun habe. Nein, nein, ich bin nicht von hier. Nein, bin nicht von hier. Nein, nein, ich bin nicht von hier. Ich bin nicht von hier. Arbeitsame Arbeiter schufte, indem ich Fehler mache, um zu zeigen, dass ich mehr kann als nur arbeiten und nur noch schuften dafür, dass ich hier bin, jeden Tag und schuften muss, für immer weitermachen muss. Nein, nein, ich bin nicht von hier. Nein, bin nicht von hier. Nein, nein, ich bin nicht von hier. Ich bin nicht von hier. Warum ist mein Chef schlauer als ich bin? Warum nur ist mein Chef schlauer als ich bin? Mein Chef ist von hier und ich bin nicht von hier. Ich bin nicht von hier. Ich werde in die Kirche gehen. Speziell die vom Bootleg, was soll ich sagen, die goldenen Zitronen, jedenfalls zwei der Jungs heute Abend hier zu der Show. Habt ihr eine besondere Affinität zum Rockpalast? Also wenn man das Konzert gesehen hat, könnte man das doch deutlich meinen, oder? Wir haben halt versucht, da uns entsprechend zu verhalten. Also ihr müsst sagen, wenn wir da was falsch verstanden haben, also wir haben uns eigentlich so präsentiert, wie man das eben so macht auf einem Rockpalast, dachten wir jedenfalls. Ihr aber auch übrigens mit den ganzen Kameras, den ganzen Licht und den Ü-Wagen und all dem, also das war schon... Ist parallel gut gelaufen, würde ich sagen. Also zumindest für mich gesprochen, mein Verhältnis zu Rockpalast war eh eigentlich immer ein kritisches, weil die Art und Weise, wie da Jugendkultur verhandelt wurde, war natürlich eigentlich relativ inkompetent, weil das wäre sozusagen so ein journalistischer Hochkulturanspruch und auch so ein didaktischer Anspruch, der natürlich damals uns allen ein bisschen bescheuert vorkam. Mal abgesehen davon, dass damals ja auch stark solche Kriterien gezählt haben wie Handwerk und so. Also gerade das Programm, was damals lief, war ja vor allem gespickt mit Bands, die ja eigentlich als handwerklich gut galten. Und dann die Kommentare, wenn dann eben Rory Gallagher da abgemuckt hatte, irgendwie waren ja dann auch dementsprechend. Also das war eigentlich, fand ich Rockpalast scheiße, um ganz ehrlich zu sein. Da muss man sich halt fragen, ob man nicht da jetzt auf dieser Ebene auch Ähnliches leistet. Ob wir nicht auch jetzt genau mit euch zusammen und den Zuschauern vielleicht auch auf so einer Handwerker Ebene sind, das weiß ich nicht ganz genau. Hast du es so empfunden? Also ich würde sagen, eher nein. Meinst du? Also ich finde es so professionell, wie wir das durchgezogen haben, so als Punkband und dass wir so alles geliefert haben, also so gewisse aggressive Momente, das war irgendwie alles vorhanden.
Aber es ist ja nicht so, als wenn ihr das es ist aber nicht so, als wenn ihr das sonst nicht tun würdet. Also das muss man ja auch mal deutlich sagen. Eine Show sieht ja, also die von heute Abend unterscheidet sich jetzt nicht so groß von der normalen Grünen-Zitronen-Show. Wir haben dem entsprochen, genau. Ja, nee, es ist ja eigentlich, also die Frage ist ja eher eine grundsätzlich ästhetische Frage. Und also das Gefühl hatten wir, oder hatte ich damals zum Beispiel bei diesen Rockkonzerten, also man war ja generell, also das gilt jetzt nicht für hier, weil wir sind nicht im Underground, aber man war ja gegen die Spektakelcharakter, also dieses Guga-Halle-Ding und so. Und man war dagegen, dass man Handwerk beherrschen muss, um dann wert zu sein, quasi mit 5 Kameras abgefilmt zu werden und so. Ich glaube auch, das Label ist einfach echt ein Problem, so Rockpalast. Also Rock fand man ja eh scheiße, auch mal abgesehen davon. Eben. Also und vor allem, es hat nicht funktioniert bei Punkbands. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Undertones, das hat einfach gar nicht hingehauen. Na gut, aber The Police waren schon die ersten. Police waren halt keine Punkband, aber. Na nun gut, also ich meine, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber es ist auf jeden Fall eine deutlich punk-orientierte Band hier und da. Also das muss man ja deutlich sagen. Frage ist ja auch so geortet, dass du von so Freiräumen sprichst, wo solche Dinge, wie wir sie auch fabrizieren, überhaupt eine Lücke bekommen oder eine Möglichkeit Richtig. Haben, sich zu präsentieren. Ja. Und da kann man dann schon sagen, okay, wie das heute Abend so ist, und das müsst ihr dann technisch natürlich auch wiedergeben, was wir da leisten. Aber ansonsten natürlich ist das schon okay, und da muss man dann auch sagen, dass da eben vielleicht im öffentlich-rechtlichen Bereich sogar so ein paar Tableaus sich auftun, wo man eher so denkt, auch in welcher Länge und wie differenziert man da so stattfindet, dass das schon okay ist, so, also ganz klar. Die entscheidende Frage finde ich eigentlich, also die wir uns ja auch stellen, wir haben uns ja nicht jetzt so generell Gedanken gemacht für diesen Gig, aber die generelle Frage ist eigentlich, geht das überhaupt? Also kann man überhaupt mit Kameras zum Beispiel, also reproduktiv sozusagen ein Rockkonzert abbilden? Und ich würde fast, also ich hatte immer das Gefühl, oder auch bei Live-Aufnahmen zum Beispiel, es gibt ganz wenige Live-Platten, die ich wirklich gut finde. Also zumindest nicht bei Rockbands, bei Jazz vielleicht schon, aber es gibt kaum eine gute Live-Platte, die ich kenne. Das stimmt also, schon. Das es ist ein das bisschen Problem wie bei Theater Bühne, oder so. Also es ist einfach so, das ist ja, das Entscheidende ist ja sozusagen das Interaktive zwischen dem Publikum und der Bühne. Und das ist sozusagen unsichtbar für eine Kamera oftmals. Also da reicht es nicht, die Kamera kaputt. Auf das Publikum zu halten. In so einem kleinen Club ist die Authentizität eigentlich kaputt, wenn du siehst, jetzt wird es irgendwo hell, da wo der Bassist angestrahlt wird auf eine Art und die Kamera geht da an und es gibt einen Reißschwenk und so. Irgendwie stimmt es dann ja nicht mehr. Also der Moment ist dann, da kannst du ja dich verhalten, wie du willst, der kann nicht mehr so ganz stimmen, weil er eben so aber kann auch eine eigene übertragen werden soll in dem Moment. Stimmt, aber kann ja auch eine eigene Dynamik entwickeln dadurch. Also und vielleicht auch hier und da was unterstützen. Ist die Frage, also zum Beispiel diese Nahaufnahmen von den Fingern, die gerade irgendwelche Tasten bedienen und so, das ist eine ganz leere Hülse. Also da versucht die Kamera was einzufangen. da versucht die Kamera was einzufangen, was gar nicht sichtbar ist. Weil das ist nicht das Entscheidende. Es ist nicht das Entscheidende, wie gerade die Noten quasi mechanisch erzeugt werden. Sondern es gibt ganz andere Sachen, die einfach vielleicht atmosphärisch sind und die vielleicht überhaupt nicht auf irgendeinem Fleck auf der Bühne einfangbar sind. Also das meine ich eben mit dem, das ist unmöglich, das ist etwas, dass man immer den Versuch hinterherläuft, etwas zu fotografieren, was es nur in dem Moment gibt. Also das gilt eben, wie gesagt, auch für Theater zum Beispiel. Es gibt keine adäquate Form, es gibt den Film. Und der Film ist aber ganz ausgerichtet sozusagen, also wie der Videoclip. Das sind Medien, die ausgerichtet sind quasi auf das Reproduktive. Das heißt, das ist inszeniert. Und eine Live-Sache ist was anderes und fast immer hinkt das hinterher. Also ist meine Meinung, also so. Wir machen jetzt einen kleinen Einschub. Propagandistisch. Hallo, wir wollen. Nee, wir gehen da hoch. Natürlich. Bitte. Ups, sorry. Hallo, wir haben gerade mal so einen etwas politischen Einschub zu machen. Und zwar geht es darum, dass vor gut 2 Wochen in Köln, in Poll, auf den Poller Wiesen, ein antirassistisches Grenzclaim stattgefunden hat. Das ist echt Gericht. Jawohl, super, ne? Ja. So, das Brisante an der Situation ist aber nicht nur, dass die Leute da ziemlich gute Aktionen gemacht haben gegen staatlichen Rassismus und gegen gesellschaftlichen Rassismus, sondern dass auch 2 Nazis-Demos gab, am ersten Samstag und am zweiten Samstag, und dass die Nazis gefordert haben, dass das Camp, das Chaoten-Camp, weg muss. Und am zweiten Samstag haben die Bullen zeitgleich, während das Camp schlief, während die Nazis durch Poll marschiert sind, mit der Forderung, das Camp muss weg, haben die Bullen das Camp geräumt. Und alle, die dort waren, wurden erkennungsdienstlich behandelt und Personalien aufgenommen. So, das ist der erste Teil.
Der zweite Teil ist gegen diesen dieses staatlichen Repressionsapparat gibt es halt am 6. September eine Demo, und zwar um 14 Uhr in Heumarkt hier in Köln. Also wäre ganz cool, wenn auch die Leute, die im Moment vor der Glotze sitzen, dahin kommen würden. Danke an die Kollegen. Diese Menschen sind halbwegs ehrlich. In fahrenden Autos drin sitzen lebende Menschen, die wollen wohin. Jedes Auto hat seine genauen Kabinen. Jeder Mensch eine ungefähre Idee. Sie fahren aus Sachsen und Württemberg her. Sie fahren und sie wählen den Tag her. Irgendwann einmal hat sich keiner gelernt. Es ist einmal schon, haben sie nicht getan. Irgendwo im Lichtland zu Bahn gefunden hat. Schönere Welt in den Alpen. Und diese Menschen sind ehrlich. Und somit sind sie gefährlich. Diese Menschen sind bildend, aus der Luft und aus der Nähe von der Haut und unberechenbar und in der Überzahl. Die Farbe ihrer Autos von den Kindern abgeschaut, die Kinder in Serien gleich mitgebaut. Kontrollieren, wenn es im Park macht, ist auf. So passt die Barcard von Black in den Sound. Ist ein wunderschöner Tag, den die Holz sind unter der. Irgendwann einmal sich keine gelernt. Er hat zweimal schon und die sich getrennt. Irgendwo in den Stadt zu warten gefunden. Steht er gemächtig in ein Bund. Diese Menschen sind und somit sind sie gefährlich. Diese Menschen bilden Schlossern und Bänder aus der Welt und unberechenbar und in der Überzahl. Und diese Menschen sind ehrlich. Und somit sind sie gefährlich. Diese Menschen, diese wilden Schafe, sind aus dem Weltraum unberechenbar. Und in der Überzahl Echo Zahn Zahn. Vielen Dank. Juhu. Juhu ist ganz gut so, das soll so cool rockig klingen. Juhu! Sehr gut. ICE Bertolt Brecht. Paul, hinten laut das Ding.
Es ist spät geworden. Nach unserer 2,5 Stunden Rockshow und dem dritten Zugabenblock, nach diesem kurzen Cut. Jetzt ist es 0:30 Uhr. Gleiches Ambiente. Kameras, vielleicht mal ohne Kameras. Nee, muss gefilmt werden. Ja, das ist aber auch ein bisschen eure Entscheidung. Leute, macht heute Abend was aus dem Rockpalast. Das letzte Stück heißt das bisschen Totschlag. Weil sich diesbezüglich nicht so viel geändert hat, leider. Genau genommen war man auch schon vorher ab und zu
betroffen gewesen am 8. November 92 in Berlin etwa. 60.000, alle mit dabei, die Würde des Menschen, Gehirnsbürdenträger. Da betroffen gab es im Kursus Gewalt, sinnlich erlebt. Nazis, was? Autonome sogenannte selbsternannte Menschenfreunde. Und schon fühlte man sich auch ein bisschen bekämpft gehabt. Denn es flogen rein keine Platte, es haben Eier, wie den zu knapp. Doch sie blieben tapfer, sie würden sich voll, vor welchem Kopf auch immer. Und übrigens auch nicht vor Missbräuchlein und Schmarotzern, der gesagt hat, blutig, letztere Zeit, ja, der Tat, nicht zu laut, sagt sich schon. Und mit vereinten Kräften, macht du hier die Selbstmord. Was mich aber speziell interessiert ist, ihr habt gerade eben gesagt, so Konzertaufzeichnungen, auch Live-Alben, ist immer so eine Frage, kann man das einfangen, was da wirklich passiert ist. Es gibt aber jetzt auch, es gibt einen Film von eurer USA-Tour. Ah nein, ist das noch? Ja, nein, aber dann ist das genau die Frage. Den gibt's auch. Hat der es denn geschafft, das einzufangen? Oder war das, oder muss man das anders sehen in dem Moment? Weil dann ist doch so ein Film auch fragwürdig in so einem Moment, ja, oder nicht? Ja, das ist natürlich eben ein gutes Beispiel. Also wir haben das so... Also zu dem Film haben wir bei jedem, ja, wir haben das zugelassen und wir haben eigentlich bei jedem keinen Anlass ausgelassen zu sagen, dass wir mit dem Film so ganz und gar nicht einverstanden sind und wir den für sehr inkompetent halten, im Umgang mit uns, weil er völlig unseren Background und auch unseren offenen Blick sozusagen, mit dem man sozusagen so eine Reise macht durch die USA, völlig unterschlägt. So. Ja, und aber auch falsch dokumentiert sozusagen. Also das, was wir da so erlebt haben, also was da passiert ist, auch... In Gesprächen oder Erlebnissen mit Leuten vor Ort oder auch in der speziellen Situation, wenn so eine Band wie wir da so rumtun, das findet einfach nicht statt in dem Film. Es gab da Interviewsituationen, die sich auf tatsächlich auf so Fragen beschränken, wie lange wollt ihr das denn jetzt wohl noch machen? Oder Schorsch, hast du deine Jugend verschwendet? Also, und dann kommt als Werbung noch zu dem Film ganz zum Schluss, dieser Film war ein einziger Albtraum für mich. Der Film musste aber so werden, denn der Albtraum kam zu mir. Also, so ähnlich. Aber also das war einfach kein Albtraum. Also, ich sag mal so, vielleicht war dieses Konzert heute Abend gar nicht so anders wie ein Konzert für uns in San Francisco dann oder so. Ähnliche Situationen. Und das gibt der Film überhaupt nicht wieder. Also der Film ästhetisiert so ganz bewusst auf seine Art und Weise mit so ruhigen Bildern von so einer Band, von so Musikern, die am völlig falschen Platz waren. Aber so war es einfach nicht für uns. Ganz und gar nicht.
Aber warum habt ihr dann nicht gesagt, so, wir haben was dagegen? Das fragen wir langsam auch. Und ich glaube, wir sollten doch nochmal mit einem Anwalt reden. Das hab nee, jetzt mal ernsthaft. Kann man da nicht im Nachhinein jetzt noch sagen, pass auf, wir haben da gar keinen Bock drauf. Gib uns das Teil wieder, weil es sind immerhin wir, die du da gezeigt hast. Also der Kinostart war gestern. Also das ist das Problem. Es ist einfach nicht so leicht. Wir können ja jetzt auch, heute Abend habt ihr uns so aufgezeichnet sozusagen. Und wir haben nun im guten Mute gedacht, ja, okay, das wird schon irgendwie so hinhauen. Vielleicht sieht das ja total katastrophal aus. Vielleicht klingen wir ja gar nicht so, wie wir meinen, klingen zu wollen. Das ist ja möglich. Und das ist natürlich, kann man uns schon vorwerfen, selber schuld, dass wir das irgendwie nicht kontrolliert haben. Aber wir haben nun mal geglaubt, so wie wir hier mit euch jetzt auch sitzen, dass das irgendwie in Ordnung geht. Aber das passiert auch. Und es war dann schwierig, zum Schluss zu sagen, okay, dieser Film ist jetzt fertig, der ist auf der Berlinale so gestartet und jetzt kommt er in die Kinos. Eben auch, weil wir uns da, als der Premiere hatte sozusagen, darüber aufgeregt haben und das dann so ein auch wieder so ein authentischer Moment war und auch dadurch hat er einen Verleiher bekommen mit. Und das ist schon ein Problem für uns, ganz klar. Schwierig. Vielleicht wollen wir ja diese ganze Live-Geschichte hier gar nicht. Vielleicht finden wir es ja ganz scheiße, auch das Interview hier. War das überraschend heute mit dem Grenzcamp-Geschichte hier in Köln? Nee, eben gar nicht. Also sowas kennen wir auch schon. Also das ist auch so nicht unbedingt neu für uns, dass so Leute uns fragen, wollt ihr was dazu sagen? Oder in dem Fall war es denn gut, dass die so auf die Bühne gekommen sind und das auch so selber erledigt haben. Das ist eigentlich jetzt, passiert nicht jeden Tag, wenn wir irgendwo auftreten, aber das ist schon, das finden wir ja auch richtig, also dass wir da in solchen Zusammenhängen stattfinden und das ist eigentlich ein normaler Zustand. Also wir sehen uns schon als die Band, die auch dafür zuständig ist. Also dass zum Beispiel, wenn da jemand was zu sagen hat, es hätten auch ganz andere Sachen sein können. Es hätten auch private Sachen sein können, die da hätten gesagt werden sollen. Also unsere Idee ist ja ganz generell, das gerät natürlich ein bisschen in Vergessenheit, eigentlich schon, dass so eine Bühne auch nicht unbedingt die Verhältnisse widerspiegelt. Ja? Also man steht nicht unbedingt höher als die Leute unten, sondern eigentlich sollte die utopische Idee von einem Konzert sein, dass jeder alles sagen darf. Also so haben wir auch angefangen, weil wir standen, also früher war es ja relativ unbedeutend, jetzt in der sogenannten Punkzeit, wer auf der Bühne steht oder wer unten steht. Ich meine, ja, wir zweifeln immer noch an dem Recht, oben stehen. Also das können wir auch beweisen, wenn man sich mal unser Konzert anguckt. Aber dann freuen wir uns doch, dass vielleicht diese Sequenz alleine aufgezeichnet worden ist und auch ausgestrahlt wird. Vielleicht hat es sich allein dafür gelohnt, das Konzert aufzuzeichnen und dass ihr heute hier wart. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, ja, und wünsche den Leuten da draußen noch viel Spaß weiter mit den goldenen Zitronen. Vielen Dank ebenfalls. Rock on, people. Don't give up. Das Publikum schreit uns Angst, wir haben Angst. Ihr seid die Angels, wir sind die Stochen. Nein, wir sind die Kings. Jetzt, genau jetzt. Menschen machen Fotos an den Sommer, damit uns niemand misstrauisch zweifelt, zu beweisen, dass er wirklich da war. Brüder machen Fotos an den Mittag, um zu zeigen, wann er das für sich über. Auf Nummer sicher zu gehen, dass sie da sind. Bilder von mir, und ich schade es dir. Das wäre Momente für eine Zeit der Liebe, nicht Liebe. Menschen machen Fotos gegenseitig, um zu bleiben, man hat was für dich über. Auf Nummer sicher zu gehen, dass sie da. Leile, 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 leile. Ha, ha, ha. Leile, leile. Auf Nummer sicher zu gehen, dass sie da sind. Bilder von dir und ich war es hier. Wie ich schon doch einlade, doch ich schwarz hier. Bilder von mir, bitte zeige mir. Sei mir keine Fehler mehr. La 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 la.
Rory Gallagher. Ciao. Auf deine Kosten. Ein etwas älteres Liebeslied an unser Patenkind, das heißt Laila. Instrument, this guy. Sit.
Stück, es heißt Psycho. Wieso nein? Psycho, was ist denn los? Wollt ihr uns fertig machen? Das Solo ist auf Disc, wurde mir gerade rübergerufen. Ey, das ist R&B und Soul, was wir jetzt machen als nächstes. Das ist echt genau angesagt gerade. Wohl letzte Nacht nicht aufgepasst. Wachsen auf dem Boden ihres Zimmers. Ich glaube, ich bin glücklich. Täglich lehrt sie mich mit einem Kuss. Meistens ist sie vor, doch nicht mehr, weil ich höre immer ihre Schritte. Oh, das verrauscht mich. Ich habe Glück, dass sie nie das Haus verlässt. Von mir aus kann es jahrelang so gehen. Küsse wird dann bleib ich angewachsen stehen. Es ist zwar Psycho, trotzdem ist es gut so. Es ist so Psycho und dennoch hab ich's gern so. Leise Stimmen durch ihr Zimmer. Sie kommen her vom Bücherschrank. Es geht schon wie ein Versuch auf mich. Ich kann mit Büchern nie gut klar. So ist es auch jetzt in diesem Zimmer. Doch solange sie ihren Rücken an mir nimmt, schwört mich das nicht. Weil im besten Wachsen bin, kann ich so weiter um sie drehen. Solange ich ihre Kusse bleib ich angewachsen stehen. Es ist zwar Psycho, und doch ist es gut so. Es ist so Psycho, Psycho, und dennoch hab ich's gern so. Oh yeah! Psycho! Liebe Bootleg-Fans, das war sie, die zauberhafte Ballnacht mit den goldenen Zitronen hier aus dem Kölner Underground. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und schaltet auch nächste Woche ein. Dann gibt es nämlich zwei weitere Brettkonzerte, nämlich mit den Radiation Kings und Superpunk. Also einschalten nicht vergessen und bis dahin, ciao, tschüss und gute Nacht.